entwickelt sich ein ernsthafter Streit zwischen Ferrari und dem Automobilweltverband FIA. Nachdem die FIA Ferrari dazu verdonnerte, mit einem zusätzlichen Sensor an der Power Unit zu fahren, wittert Ferraris Teamchef Maurizio Arriva Bene einen Maulwurf. Für den Geschmack des Italieners sind zu viele Details an die Öffentlichkeit gelangt und darüber ist der 61-Jährige alles andere als amüsiert. Das ist richtig, es gibt diesen zusätzlichen Sensor, bestätigte ein angesäuerter Arriva Bene im Interview mit RTL-Reporter Kai Ebel. Wir haben aber kein Problem damit, dem Wunsch der FIA hier nachzukommen. Aber es ist komisch, dass jeder über den zweiten Sensor Bescheid weiß, im Wiederholungsfall droht Ärger, unser Batterielayout ist ziemlich komplex. Wir haben der Anfrage der FIA zugestimmt und ihr zugesagt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Aber unsere Batterieanordnung ist das geistige Eigentum von Ferrari. Er hoffe, dass in Zukunft keine Details über Ferrari-Projekte an die Öffentlichkeit gelangen, denn sonst wäre das eine ernste Angelegenheit, so Arriva Bene deutlich. Einen Zusammenhang zwischen diesem Sensor und dem vermeintlichen Leistungsabfall bei Ferrari in den vergangenen Rennen bestritt Arriva Bene vehement.